Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der beliebten Kategorie Klassiker der Hausmannskost. Wir machen heute einen Suppeneintopf mit Wienern, so wie es das früher bei der Oma auch immer gab. Allerdings hatte die noch keinen Thermomix, aber mal gucken, ob es zumindest annähernd so gut schmeckt wie bei der Oma. Wir beginnen mit dem ersten Arbeitsschritt. Da habe ich euch jetzt schon mal hier vorbereitet eine Zwiebel. Ihr könnt auch zwei Schalotten nehmen, die sind natürlich etwas intensiver. Dann haben wir 25 Gramm Knollensellerie, ist ganz wichtig, darf man nicht verwechseln mit Staudensellerie, schmeckt ganz anders. Und Lauch, 50 Gramm, den habe ich hier schon mal in Ringe geschnitten. Das Ganze wird jetzt 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Als nächstes kommen 15 Gramm Öl dazu. Und mit dem Öl dünsten wir jetzt das Gemüse 3 Minuten auf 120 Grad Stufe 1 an. Und los geht's. So, und der nächste Arbeitsschritt wie folgt. Ich habe 100 Gramm Karotten und 180 Gramm Kohlrabi in Würfelchen geschnitten und 400 Gramm Kartoffeln ebenfalls in Würfel geschnitten. Die kommen in unseren Topf. 500 Gramm Wasser kommen ebenfalls rein. Ein Esslöffel Gemüsebrühpulver. Ihr könnt hier natürlich auch unseren Suppengrundstock verwenden. Wie der funktioniert, das blenden wir euch hier oben mal ein. Da ist so eine Karte, da könnt ihr draufklicken. Da findet ihr unseren Gemüsegrundstock. Einen halben Bund Schnittlauch, den habe ich jetzt schon in kleine Röllchen geschnitten. Etwas Paprikapulver, etwa so ein halber Teelöffel voll. Kann man Augenmaß machen. Dann haben wir noch den allseits beliebten Schmelzkäse, davon 50 Gramm. Etwa ein halber Teelöffel Salz noch. Eine Prise Muskat darf natürlich auch nicht fehlen. Wie manchmal in den Rezepten steht, eine Messerspitze. Muss man ein Messer nehmen und dann so. Und das Ganze wird jetzt 22 Minuten im Linkslauf gekocht. Auf 100 Grad in der Stufe 0,5. So, wir sehen uns in 22 Minuten wieder. Es klingelt! Das ist ja, der Thermomix ist ja die Futterglocke des 21. Jahrhunderts. Unser nächster Arbeitsschritt. Wir haben, oh, das sieht aber interessant aus. Ja, so stelle ich mir das vor. Es ist, ich zeige euch das mal, so ein richtiger Gemüsetopf. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja. Hat die Oma gut gekocht, im Schnellkochtopf natürlich. 200 Gramm Wiener kommen jetzt noch in den Topf. 198 Gramm. Und das Ganze wird jetzt nochmal 4 Minuten erwärmt. 90 Grad im Linkslauf auf Stufe 0,5. So, und damit ist unser Gemüseeintopf, unser Gemüsetopf fertig. Die Wiener erwärmt. Leute, ich finde, das sieht richtig gut aus. Ich sag mal eher wie so eine Kartoffelsuppe mit Wienern. Aber es ist ja sehr viel Gemüse drin. Ich mache das jetzt hier so mal in den Teller, denn die einzige Suppenkelle, die wir hier im Wunderkessel haben, ist gerade in der Spülmaschine. Naja. So. Ah, das ist doch cool. Das sieht auch sehr nahrhaft aus, das muss man sagen. Also da wird man auf jeden Fall satt von. Jetzt brauche ich noch ein Löffelchen. Löffel haben wir Gott sei Dank genug. Und dann probiere ich mal. Also wie gesagt, von der Konsistenz ist es echt eher wie so eine Kartoffelsuppe geworden. Schmeckt aber richtig gut. Also man schmeckt den Kohlrabi gut raus, die Karotten. Ich finde es echt gut. Also es ist wirklich mit Sicherheit auch ein Gericht, das Kindern sehr gut schmeckt, weil es einfach sehr ausgewogen, gemüsig ist. Es ist nicht zu massig, sage ich jetzt mal. Klar, natürlich 400 Gramm Kartoffeln, könnte man sagen, Kohlenhydrate, böse Kohlenhydrate. Aber Leute, das isst man ja auch, da isst man einen Teller von, dann ist man satt. Ja, und dann passt das. Ich denke mal, mehr als 350 Kalorien wird so eine Portion nicht haben, sage ich mal ganz ehrlich, selbst mit den Wienern drin.
Und es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Ihr kocht das am besten mal nach, um euch davon zu überzeugen. Das Rezept, das ihr jetzt gerade hier gesehen habt, damit ihr dieses Video nicht immer anhalten müsst, bekommt ihr als Download. Hier unten, da stehen die Downloads zu all unseren Rezepten im Wunderkessel und ins Forum wunderkessel.de. Da solltet ihr auch mal reinschauen, denn da gibt es jede Menge Rezepte rund um den Thermomix. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Video und guten Appetit. Ciao.